Herzlich willkommen zu einer neuen Folge um die Welt in 80 Tagen. Da ist schon der 13. oder der 14. Teil jetzt. Wir sind nicht auf dem Weg nach, muss ich mal schauen, wo wir jetzt sind überhaupt. Ja, wir haben London schon geschafft, Frankreich, Ägypten, Indien, wo wir diese Frau getroffen haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, mal Japan. Oder irgendwie sowas. China, 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 China. Sorry. Sorry, sorry, sorry. China und dann kommt Japan. Ups. Hier China, Japan. Dann kommt USA. Ja. Drei Briefmarke brauchen wir noch, um die 80 Tage zu beenden. Ich weiß jetzt nicht, warum es so lange dauert. Ah. Oh. Ich der Fiete. Ja, Philippus Passagen und Akau dadurch quetschen die indischen Lärm. Ich lasse euch mal ein, zwei Sekunden, dass ihr es mal kurz durchlesen könnt. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Oh, oh je, der Detektiv Fitz will den Herr Fuchs aufhalten. Oh. Ob er das schaffen würde? Was für ein Festtag. So etwas hätte ich mir nie vorstellen können, Herr Vogt. China ist das unglaubliche Land der Erde. Sie sahen das von jedem Land, das wir besuchen, und jedes Mal haben sie auf gewisse Weise recht. Leider haben wir keine Zeit, über die Einzigkeit von China zu staunen. Was ist passiert, Herr Fuchs? Warum sind Sie so besorgt? Wir befinden
uns in einer sehr schwierigen Lage. Ich weiß nicht, wie wir China vor dem Ende des Festes verlassen können. Lassen Sie uns freilich sagen, sorry, ich gerade war die Verbindung. Ja, ein Mädchen, fliegende Drachen, schöne Bälle, schöne Drachen, Luftballon. Das ist eine Idee. Das ist eine brillante Idee. Wir werden mit Luftballon nach Japan. Hey, ich würde dann den größten Ballon kaufen können. Sie mir helfen? Warum nicht? Ich besitze die besten Ballons in diesem gesegneten Land. Nennen Sie mir Ihren Preis. Wir sind in großer Eile. Die Möglichkeit, wie ein Vogel hoch oben am Himmel zu fliegen, verkaufe ich nicht für Geld. Ich möchte sie stattdessen haben. Bringen Sie mir das, was Wind macht, an einem Tag, der heiß ist. Das ist ein Frevel. Wir müssen ihm einen Fächer bringen. Das war unser Ohr. Und unermüdlich mit diesem Erfolg erwarte ich von euch, von Ihnen. Vielleicht eine Mann. Okay. Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, dass wir auch noch zum Spielen kommen. So, da geht es auch wieder weiter. Ich habe mal wieder einen kurzen Cut gemacht. So. Hier ist ja auch alles ein bisschen besser aufgestellt. Ja, so, 2, 4, 6. Ja, das schaffen wir auch. Ja, ich spiele vielleicht heute nicht so viel wie manchmal anders mal. Nichts Neues. Ja, hallo. Weil einfach aus dem Grund, weil ja, ich will euch eher überraschen lassen und noch nichts sagen. Ach, diesmal kann man diese roten ein bisschen unterscheiden. Ja, da finde ich diesmal ein bisschen besser. Nicht wie beim letzten Spiel, wo man die Steine überhaupt gar nicht
erkennen konnte. Ja, und alles sah so leicht aus. Ja, manche Videos zeige ich mit, oder mache ich mit Absicht keinen Film drauf, einfach der Grund, weil da bei manchen mache ich es einfach nicht. Ich soll auch ein bisschen spannend bleiben, und wenn ihr dann auch alles in wie? Na, nee, 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 nee. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Für Fragen stehe ich immer wieder offen. Mache ich Also generell kann man mir eigentlich sehr, sehr vertrauen. Ja. Einfach in vielen Sachen. Ja. Zeit vergeht mal wie im Flüdi, 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 Flüdi. Ja, wie immer. Ja, ah, da, ah, endlich mal irgendwas Tolles. Noch sammelt nach unserem Pech leider. Ja,
So, letzter Stein und Spieltag 43 ist geschafft. Ein Fächer haben wir. So. Hallo? Der 5. So, nächste Folge, da kommt, hier. Ach, mich, da, fängt schon mal prima an. Ja, bitte noch nicht zu ernst nehmen. Ich kann alles sich noch ändern. Wow. Das ist ein gelungener Hand, muss ich sagen. Ja, hier komme ich dir gerade nicht weiter, wie auch immer. So, am besten da nach unten. Ja. Ihr könnt mal eure Vorschläge schreiben, was ich mal nie spielen soll. Ja. Wie immer keine Kampfspiele oder irgendwelche andere Spiele. Sowas ist grundsätzlich, sowas spiele ich nicht. Grundsätzlich spiele ich sowas nicht. Wenn das irgendwas mit 3D-Windspiel zu tun hat, okay, oder Wimpelspiel oder wie das alles auch heißt. Jo. Da kann ich mich auch sehr gebrauchen. Ja, macht beides nicht wirklich Sinn. Oh, oder doch? Nee, doch nicht.
Ah, jo. Jetzt. Keine Ahnung, was das nie sein soll. Ja, das werden wir gleich erfahren. Käfig mit Mechanica Nachtigall. Ja. Klingt schön. Ja. Wie es weitergeht mit der Folge nach oder in China, das erfährt ihr in der nächsten Folge von Achtigkan um die Welt. Ja, wie immer ein Daumen nach oben und ja, schreib einfach was in die Kommentarliste oder schreib mir einfach eine Mail unter benjaminmatz.youtube@gmx.de. Das alles steht sowieso unten in der Infobox. Ja, tschüss.